Fashion Star ist zurück. Nicht nur im neuen Look, sondern auch mit einem neuen Partner. Fundis Reitsport. 4 KandidatInnen dürfen wieder einen Fashion Star Look aus den Kollektionen von Piqueur und Escadron kreieren. Mit dabei sind Sandra, Lara, Nadine und Dennis. Und einer darf natürlich auch nicht fehlen. Unser Juror Jens Hilbert. Unsere erste Teilnehmerin diese Woche verspricht Spannung pur. Sandra mit ihrer Shoppingbegleitung Sabrina und dem coolen Richie, ihrem Pferd. Sandra ist hauptberuflich Klempnerin, war schon Model bei der Fashion Week Berlin. Also das in Kombi kann nur eine Modeexplosion geben. Seid gespannt bei Fashion Star. Und das ist unsere erste Kandidatin. Sandra, eine, die anpackt und immer da ist, wenn es irgendwo klemmt oder nicht so läuft. Egal ob verstopfte Toiletten oder Pferdetränken. Die schöne Klempnerin liebt ihren Job und sie liebt Pferde. Die Reparatur einer kaputten Tränke hat Sandra auch zu ihrem Traumpferd geführt. Richie war vom handwerklichen Geschick der 27-Jährigen ganz fasziniert. Also eigentlich hat das Pferd mich gefunden. Und ich habe mich sofort in ihn verliebt, es war Liebe auf den ersten Blick, und habe den nach einem Monat ausprobiert und sofort mitgenommen. Ihre Eltern hätten sie lieber mit einem Einrad umherfahren gesehen. Doch das tauschte Sandra gegen einen Besen und half beim Füttern im Stall, bis sie genug Geld gespart hatte, um Reitstunden zu nehmen. Der 5-jährige Wallach ist eine echte Herausforderung für die Ostwestfälin. Denn Richie ist nicht nur jung, er ist auch ein kleiner Angsthase. Aber er weiß, wenn es mal nicht so läuft, ist seine Sandra für ihn da, mit viel Ruhe und Gelassenheit. So meistert die Powerfrau ihren stressigen Alltag. Neben ihrem Job als Klempnerin ist Sandra auch noch Model. Und das ziemlich erfolgreich. Ob in Berlin auf der Fashion Week oder bei Shootings auf der ganzen Welt. Mal sehen, welche Figur sie in ihrem neuen Reitoutfit machen wird. Hier im Pop-Up-Store von Fundis will Sandra uns zeigen, wie verwandelbar sie ist. Und ihre beste Freundin Sabrina weiß, was im Reitsport angesagt ist, denn sie ist Pferdefotografin. Ich bin Sabrina, Sandra und ich, wir kennen uns schon unser halbes Leben lang. Wir sind am gleichen Stall und ich fotografiere sie regelmäßig. Allerdings habe ich noch nie so ein professionelles Model vor der Linse gehabt wie Sandra. Geshoppt wird auch diesmal nach einem Motto. Das ist im Fundis-Store auf einer goldenen Schleife versteckt. Sandra hat ein Budget von 600 Euro. Sie darf alles, was sie für sich und ihr Pferd aussucht, behalten. Doch es wartet noch eine Überraschung auf Sandra. Ihre Freundin Sabrina darf noch ein zusätzliches Teil für sie aussuchen. Für was entscheidet sich Sabrina bloß? Sandra, ich glaube, das ist genau dein Ding. Das könnte dir gefallen. Du, ich vertraue dir da voll und ganz. Du wirst das Passende für mich ausgesucht haben. Das wird schon. Na, hoffentlich. Sag mal, ich habe da ein Etui für dich. Du darfst schon mal reinfühlen. Oh, ist das eine Weste? Ja. Oh, nice. Oh, das sieht gut. Das fühlt sich gut an. Oh, geil. Junge. Ja, mega. Mag ich. Sehr gut ausgesucht. Etui. Mega coole Weste. Kann nur was werden. Und die 15 Minuten Shoppingzeit laufen. Viel Spaß! Okay, du gehst da lang daran. Wenn man schon die Maske tragen muss, kann man wenigstens coole Outfits anziehen dazu, ne? Wie reagiert Sandra so in Stresssituationen? Sie könnte ein bisschen unruhig werden und ein bisschen zickig, aber eher nicht. Also so schnell gerät sie nicht in Stress. Hier ist sie, glaube ich, nicht, ne? So, jetzt wird das Motto gesucht. Die Spannung steigt. Ey, ohne Scheiß, wir sind die Ersten, die diese Schleife nicht findet. Die muss bei dir irgendwo sein. Gleich die Ersten gehen nackig heute, wenn wir die Zeit nicht schaffen. Sehr gut. Welches Motto geht gar nicht? Oh, ich glaube, wenn das so richtige, knallige Farben sein sollen, das ist nicht so mein Ding tatsächlich. Und welche Farben gehen gar nicht? Oh. Türkis. Ich hab sie, Sandra, ich hab sie. Halleluja. Erster Blick von Reito, so begrüße den Sommer in neuen Trainingsoutfits. Okay, schöne Sachen, helle Sachen. Okay, helle Sachen, Reithosen. Ja. Das heißt, wir brauchen... Ich würde am Oberteil würde ich eine knallige Farbe machen. Oh ja, knallig, bitte. Ja. Erster Blick von Reito, okay, dann. Genau, das heißt, dass wir eher
Fuchsstute. Das sind immer zickige, komplizierte, spezielle Personalities. Ist das bei Sandra auch so? Spricht da einer aus Erfahrung oder warum versteckst du deine Haare heute unter einer Krone, Jens? Bisschen pink noch, ein bisschen, wo ist denn, kann man noch eine Neon-Abteilung? Neon ist doch im Moment total in Beyoncé, trägt das im Moment. Das? Oder ist das zu too much? Wenn du die Weste drüber hast, ist es getrennt. Ne? Sieht man das denn so an, dein Weste drüber? Nein, mit einem Kurzarm würde ich es nicht machen. Wir brauchen so ein dünnes Shirt, so ein Langarm-Shirt. Wo haben wir das denn? Shirt, wo bist du? Oh Junge, ich bin jetzt schon am Schwitzen. Farben, Sommer. Wir machen das hier. Dann haben wir die Weste so, zack. Was ist, wenn du es noch mit so einer Jacke drüber versuchst? Andi hat aber echt einen guten Look. Das sieht nice aus, ne? Hier, bauchfrei. Warte mal, wo habe ich denn das Oberteil letztens gesehen? Ach, bei J.Lo, glaube ich, und bei der Heidi Klum hat man das Oberteil. Aber das ist, mit der Hose würde ich auch so bleiben, weil das die auffälligste Farbe. Hast du deinen Dressursattel mit? Wieso, hat er auch eine auffällige Farbe? Also, wir sind schon mal richtig in Brombeer und Bordeaux. Ich habe hier schon mal zwei Schabracken hingelegt. Sehr gut. Sabrina, wieso bewegst du dich gerade in diesem Farbspektrum? Da er dunkel ist, würde ich eigentlich auf auch eine Farbe gehen, wie jetzt das Bordeaux. Müssen wir gucken, ob das nicht gleich beißt mit den anderen Sachen. Okay, ich habe das erste. Ui, die Mutti hat aber auch einen guten Arsch in der Hose. Alter Vater. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wenn Jens das sagt, klingt es gar nicht so Shovi-mäßig. Und so eine hübsche, coole Fashionita, oder heißt das Fashionista, ist Klempnerin. Absolut. Sandra ist eine taffe Frau, die richtig anpacken kann. Nehmen wir, zack, pragmatisch, weiter. Das ist ein richtig guter Einstiegsteam. Aber dann wäre die Reithose im Fokus, das ist so. Das ist ja das Thema. Ja. Die Reithose muss ja im Blick sein. Ja, dann machen wir alles in Blau. Und ja. Dann haben wir das Thema getroffen. Würde ich sagen. Ne? Die ist nicht schön, ne? Probier sie mal bitte an. Das ist eine Probier beide einmal an, aber ich würde sie bei Bordeaux bleiben. Ob dem Jens Bordeaux wohl auch gefällt? Jens, der ist ja eigentlich so ein schriller Vogel, ne? Bitte? Der mag Farben. Du magst Farben. Entschuldigung, bei mir ist immer weniger ist mehr, Schätzelein. Das sieht man noch am Outfit. Schriller Vogel. Ich glaube grün? Nee. Ich glaube, ich probiere die nochmal einmal an. Wir müssen Farben. Der Jens, der mag Farben. Ja, aber dann passt sie doch. Ja, aber sollen wir nochmal an die Leggings? Ja, zieh auf jeden Fall mal die Leggings an. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Sabrina, rechne doch schon mal zusammen, damit ihr die 600 Euro nicht überschreitet. Oder noch geht's? Fällt noch jemand in Ohnmacht gleich vor lauter Fashion-Stress? Was sagst du hierzu? Viel besser. Mega cool. Und kannst noch nach dem Reiten eine Pizza essen gehen und Hose wächst mit. Cool. Aber da hättest du so ein bisschen das Creme drin. Ist zwar dunkler als da, probier's mal drunter. Und das T-Shirt finde ich auch sehr stylisch. Das ist so Chanel meets Piqueur. Guck mal. Ja. Nicht geil? Das T-Shirt sitzt mir nicht eng genug, aber man sieht es unter der Jacke nicht. Ja, du. Oder du krempelst hoch bis zum BH, dann ist es so ein bisschen Lady Gaga. Ich finde das geil. Die Reithose ist voll im Fokus, weiß ist schlicht. Also die Hose ist mega. Ich bin voll bei dir. Mädels, ihr habt noch zwei Minuten Zeit. Oh mein Gott. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch einen Halfter dann mitnehmen. Wenn es in zwei Minuten und ins Budget passt, pack ein. Handschuhe besser als Halfter. Handschuhe in Blau dann auch, ne? Ja. Hier mit Glitzer. Aber Glitzer ist scheiße, das ist ein anderer Glitzer. Ja, okay, dann nicht. Dann nimm die schlichten von der anderen Seite. Oder hier ganz normal schlichten. Dann nimm die ganz schlichten. Was habe ich denn? Oh, ich wollte vorher so. Ich glaube, wir haben alles. Ja, okay. Ja! Gott sei Dank hat sie sich für die Leggings entschieden und das Glitzer-T-Shirt. Und die Jacke hängst du besser nur so über die Schulter. Yeah! Mehr geht nicht. Mehr geht nicht? Geht immer mehr, aber richtig gut geshoppt habt ihr schon mal. Hier der Überblick. Für diese Produkte hat Sandra sich entschieden. Im Fokus steht ihre Reithose Gia Grip Athleisure in Bordeaux. 577,10 € hat sie ihr Look gekostet. Da wären aber locker noch Ludgers P-Leckerchen für Richie drin gewesen.
Wie war dein Shopping-Erlebnis? Mein Shopping-Erlebnis war mega, mega gut. Hat so viel Spaß gemacht, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und wir kamen echt mit den 15 Minuten gut aus. Sabrina und ich waren uns sofort einig, haben echt schnell ein cooles Outfit gefunden. Dass ich so eine knallige Farbe mal anhabe, hätte ich auch nicht gedacht, hab's aber oben schlicht. Also ich mag's total. Bin gespannt, was da Jens dazu sagt. Und warum hast du die Weste nicht an? Wir haben uns gegen die Weste entschieden, weil das farblich nicht so gut passte. Da war ein kleiner Grünstich drin und das passte nicht so ganz gut zu der Reithose. Wir wollten ja auf jeden Fall die Reithose in Fokus natürlich setzen und deswegen haben wir eine knallige Farbe genommen. Aber egal, das passt auch ganz gut. Wollt ihr Sandras Look nachshoppen? Dann schaut doch mal im Onlineshop von Fundis rein. Sandras rote Reitleggings für knapp 130 Euro ist ein echter Blickfang. Dazu trägt sie die Sommerfließjacke Jenny mit Glitzerdetails an der Kapuze. Die Schabracke von Richie ist Ton in Ton mit ihrer Jacke. Für die Pferdebeine gab's Unterlagen, Bandagen und Glocken im selben Farblook. Unter der Jacke blitzt ein weißes Piqueur-Shirt mit Glitzerschrift hervor. Das gibt's für 45 Euro. Abgerundet wird Sandras Look mit Handschuhen von Röckel. Für Richie gab's noch eine Abschwitzdecke mit weißen Applikationen dazu. Bravo Sandra, ein super Einstieg in die fünfte Staffel. Mal sehen, ob Lara das toppen kann. Von unserer rothaarigen Sandra geht's jetzt zum Fuchspony Findus im Showroom von Fundis mit der Supershopperin in Folge 2. Lara, und ich liebe es, denn sie ist pink, pink, pink und es glitzert überall. Seid also gespannt auf Fashion Star.